Wird der Rentenzuschlag bis 7,5%, den ich erhalte, an meine Grundsicherung angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, zum 1.7.2024 gibt es ja für rund 3 Millionen Menschen in Deutschland neben der normalen Rentenerhöhung auch den Rentenzuschlag bis 7,5%. Ich hatte dazu ganz, ganz viele Videos gedreht, auch entsprechende Beiträge im Internet veröffentlicht. Und jetzt habe ich eine E-Mail bekommen vom 30. Juni 2024. Dort steht Folgendes als Anfrage drinne: Hallo, ich beziehe eine volle Erwerbsminderungsrente in Höhe von 399,69 Euro. Das seit 2015. Meine Frage ist, ob der Rentenzuschlag bei der Grundsicherung angerechnet wird. Bitte um eine Rückmeldung. Meine Damen und Herren, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, es ist so. Der Rentenzuschlag bis 7,5% wird an die Grundsicherung angerechnet. Rente wird immer an die Grundsicherung angerechnet. Das ist relativ eindeutig. Auch die Rentenerhöhung, die unser Mandant hier bekommt, ja, der kriegt ja nur diese kleine 399 Euro Rente als volle Erwerbsminderungsrente. Die wird da auch angerechnet an die Grundsicherung. Das heißt also, der hat sogar doppelt Pech gehabt, auf Deutsch gesagt. Grundsicherung zieht ihm sozusagen oder die Grundsicherung entzieht ihm sozusagen wertmäßig die Rentenerhöhung 4,57% plus den Rentenzuschlag, den er bekommt, wenn er hier entsprechend 2015 4,5%, wenn er hier entsprechend dann den entsprechenden Bescheid durch die Rentenversicherung bekommt. Das ist leider so. Unser Mandant hier hat doppelt Pech gehabt. Ihm wird sozusagen die Rentenerhöhung 4,57% und 4,5% Grund dieser sogenannte Rentenzuschlag an die Grundsicherung angerechnet. Denn beides sind Rentenleistungen und Rentenleistungen werden nach dem SGB 12 an die Grundsicherung im Rahmen der geltenden Regelung angerechnet. Das ist leider aktuelle Rechtslage. Das heißt also, Sie werden mathematisch gesehen, rechnerisch gesehen von diesem Rentenzuschlag nicht viel haben, weil auf der einen Seite die Rente steigt natürlich, aber auf der anderen Seite hier die Grundsicherung dann sinkt. So ist die Rechtslage. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.